Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben in den letzten 5 oder 6 Folgen, ich weiß gar nicht so genau, wie lange es wirklich gedauert hat, dieses Haus hier neu eingerichtet. Das Ganze war ursprünglich mein Starterhaus. Jetzt haben wir kein Budget mehr und haben einfach nur eingerichtet. Ja, ich habe eigentlich in der letzten Folge gesagt, dass ich das Ganze nicht in der Kamera testen werde, also quasi in der Kamera, on camera quasi. Aber ich habe mich dazu entschieden, das trotzdem zu machen, einfach damit man den ganzen Prozess sieht, wie dieses ganze Haus letztendlich so entstanden ist, wie es entstanden ist. Ich habe außerdem nichts zu verändern, also wird das Ganze so bleiben, es sei denn, ich will noch selber schnell was umändern. Aber plant für heute testen und dann ganz am Ende eine Haustour. Okay, wir werden erstmal ganz leicht anfangen. Und zwar werden wir erstmal schauen, ob mein Sim hier überhaupt hochkommt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass da alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja, wunderbar. Dann lassen wir ihn mal überall hinlaufen, also beziehungsweise mich selbst. Weil es sind meistens so die Sachen, die bei so einem Haus schieflaufen, bei dem man nicht denkt, dass es überhaupt ein Problem sein könnte. Dann werden wir mal Blickblock spielen, dann sehen wir nämlich, ob wir den ganzen Tisch hier benutzen können. Was auch nach Möglichkeit vielleicht heute noch passieren sollte. Okay, das ist ein Problem. Wir setzen uns mal hin, weil ich glaube... Okay, doch, wir können uns hinsetzen und dann spielen. Stimmt, das ist das, ja, ein kleines bisschen ein Problem. Wir können quasi diesen Tisch hier ganz problemlos nutzen. Den haben wir in der letzten Folge. Ja, das muss ich vielleicht noch ein kleines bisschen verschieben. Wir haben den ja so zusammengebastelt und das Ganze funktioniert, aber dazu müssen wir uns halt erst hinsetzen. Aber es funktioniert immerhin. Soll ich die testen? Ich meine, es ist ja nicht klar, dass es funktioniert. Mal, mal bitte ein Figurengemälde. Heute noch, wenn es geht. Dankeschön. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier was nicht funktioniert. Hier, es funktioniert doch wunderbar. Perfekt, dann kann man auch schon aufhören, bitte. Dankeschön, dann können wir das Ganze auch wieder löschen. Und dann auch gleich noch verkaufen. Das passt, das müssen wir alles nicht benutzen. Wir könnten mal schauen, ob wir uns sonnen können. Da habe ich auch das Gefühl, dass es problemlos funktioniert. Was mir nicht aufgefallen ist, wir haben zwar hier einen Grill. Ha, es funktioniert. Wir haben zwar hier einen Grill, allerdings den Kühlschrank unten. Das heißt, dass die Sims halt immer hin und wieder mal hin und her laufen müssen. Die Animation ist so schön, ist das mir nicht aufgefallen. Ha, ja. Ah ja, stimmt. Nächstes Ding. Funktioniert auch das hier? Es funktioniert. Wunderbar. Dann mal bitte wieder aufstehen, dann mal schauen, ob wir hier hinlaufen können oder ob das hier was macht. Nein, das macht nichts. Der Pool funktioniert. Das Ganze habe ich schon mal getestet, also nicht absichtlich, aber als ich dann hier ins Spiel bin, dann war mein Sim schon im Pool. Funktioniert auch alles, da springt sie von hier rein. Dann schauen wir mal, ob die Treppe funktioniert. Ich gehe mal schwer davon aus. Wir laufen hier einmal rum. Dann hier runter. Lauf doch noch langsamer. Und funktioniert auch. Perfekt. Okay, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist aber auch nicht schlimm. Echt? Okay. Okay, das tut ein kleines bisschen weh. Sieht ein bisschen so aus, als ob es weh tun würde. Aber passt. Wunderbar. Dann können wir jetzt was kochen. Und zwar Grillkäse, eine Einzelportion. Okay, das Ganze funktioniert nicht. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Das doof ist, da steht direkt mein Mikro davor. Egal. Das funktioniert nicht. Da habe ich eine Idee, wie das Ganze funktionieren könnte. Und zwar, ich habe so das schwere Gefühl, dass es daran liegt. Und vielleicht, ja. Erstmal schauen, liegt es daran? Da können wir uns ja auch ganz einfach von hier was schnell aus dem Kühlschrank holen. Es wurde ja getrennt. Schnelle Mikrowellenmahlzeit und schnelle Mahlzeit. Sehr gut. Apfelmus. Da kommt sie wiederum durch. Naja. Okay, Kühlschrank ist nutzbar. Nur mit diesem Stuhl hier nicht. Das ist auch nutzbar. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich habe mir schon was überlegt, wie wir das Ganze hinkriegen. Und zwar gehen wir das Ganze einfach richtig, richtig klug an. Klug in Anführungszeichen. Also wir platzieren hier erstmal einen Keller. Vielleicht, ja, so. Dann nehmen wir nochmal die gleiche Theke. Packen das Ganze dahin. Dann packen wir das Ganze quasi nach unten und werden es nach oben verschieben. Dann ist die Theke nicht mehr nutzbar.
Aber das passt schon. Jetzt muss das Ganze nur eins so hin. Dann nochmal eins rüber. Vielleicht eher so. Tada! Und das Ganze funktioniert. Jetzt müssen wir quasi nur die Tick drunter löschen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Passt aber, denn was wir jetzt noch machen, ist hier unten eine Lampe hier hinzufügen. Dann gleicht sich das Ganze quasi an. Okay. Und vergrößern wir das Ganze mal um eins. Dann leuchten wir das Ganze halt nur noch mehr aus, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. So sieht es jetzt richtig aus. Dann platzieren wir den Stuhl wieder dran. Hier ist der Stuhl. Okay. Wunderbar. Dann müssen wir das Ganze jetzt halt nochmal schnell machen. Okay. Es hätte funktioniert, aber es funktioniert nicht ganz. Egal, macht nichts. Wir platzieren das jetzt einfach wieder dran. Wir könnten es ja auch rein theoretisch einfach leer lassen, oder? Was ich lieber machen würde. Wir platzieren jetzt das Ding hier dran. Jetzt kann nichts mehr hinklippen, so wie es aussieht. Dann platzieren wir den einfach so. Dann ist er nicht nutzbar. Aber es sieht immerhin so aus. Das heißt, wir hören mal auf zu essen. Dann werden wir hier drüben immer noch kochen. Zwar immer noch einen einzigen Grillkäse, bitte. Und es funktioniert. Wunderbar. Jetzt hoffe ich einfach, dass hier auch gekocht werden kann. Das können wir ein kleines bisschen beschleunigen. Ich bin mir nicht sicher, welchen Apparat sie hier, welchen Apparat sage ich schon, welche Theke sie hier benutzt. Aber ich habe so das Gefühl, es sind auf jeden Fall genügend frei. Fürs Begrüßungskomitee haben wir jetzt keine Zeit. Ich mag euch nicht. Wunderbar. Okay, ausgezeichneter Grillkäse. Packen wir mal in den Kühlschrank, so als kleines Gimmick oder so. Ist die Kaffeemaschine denn nutzbar? Die Kaffeemaschine ist nicht nutzbar, okay. Ist das Ganze hier nutzbar? Okay. Ja, komisch. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber nun ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir es auch so hinstellen können. Okay, Kaffeemaschine, da müssten wir uns was überlegen. Dann, also ich sag's euch, wie es ist, das werde ich jetzt nicht nutzen. Ich weiß es ganz genau, dass das Ganze auf jeden Fall nutzbar sein wird, weil hier nichts im Weg steht, was irgendwie im Weg sein könnte. Das Ganze hier funktioniert auch wunderbar. Oh Mann, das hat sehr, sehr lange gedauert. Das weiß ich noch. Ich finde es gut, dass wir auch lange brauchen. Vielleicht testen wir das hier jetzt gleich mit. Ja, tun wir. Wunderbar, funktioniert auch alles. Dann. Okay. Ungewohnt. Wir gehen mal duschen. O okay. Gruselig. Aber ich meine, es gibt halt so ein kleines bisschen Dampf und leider Gottes habe ich bisher noch nichts anderes gefunden, was halt quasi nur Dampf gibt. Ich habe eine Glatze. Gruselig. Also leider gibt es immer nur Bläschen und Dampf und ja. Ist ein bisschen doof. Ist wirklich ein bisschen doof. Ich werde es einfach so lassen. Ja, es ist wirklich ein kleines bisschen arg doof. Egal. Falls es stören sollte, dann kann man es auch einfach entfernen. Falls es wirklich ganz arg stören sollte. Kann es sein, dass wir das Ding hier drüben vergessen haben? Ja, das wird höchstwahrscheinlich sogar so sein. Wunderbar. Ja, dann werde ich das wohl oder übel nachher nochmal ändern müssen. Aber werde ich alles machen. Erstmal schauen, funktioniert das? Ich glaube es kaum. Echt? Nein, funktioniert nicht. Liegt an dem hier komischerweise. Okay. Habe ich mir, wie gesagt, ja schon gedacht. Macht allerdings alles nichts. Denn wir können uns ja immer noch hier dran umziehen. Ich habe überall eine Glatze. Das macht aber, wie gesagt, nichts. Das muss ja auch funktionieren. Ja, wunderbar. Ist der hier nutzbar? Tanzen üben? Nee. Okay, macht nichts. Dafür ist ja der hier nutzbar. Perfekt. Ist das hier nutzbar? Das sagt ja. Okay, wunderbar. Ist auf jeden Fall nutzbar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit der anderen Seite aussieht. Bitte wieder aufstehen. Dankeschön. Ich glaube, ja. Ich kenne doch das Spiel. Echt? Okay. Ja, wunderbar.
Ist mir noch nie passiert. Normalerweise teste ich das Ganze immer ja ganz gerne mit zwei Sims. Aber hier, ja, ist immer so ein kleines bisschen Problem. Ich dachte immer, dass es Bettbuggy sei oder dass alle Betten immer Buggy sind, weil es bei mir meistens nicht funktioniert hat. Aber es ist das Einzige, was passiert ist, dass Sims nur im Ehebett schlafen können, wenn sie halt auch wirklich eine einigermaßen hohe Beziehung haben. Und das hatten meine Sims nie. Ja, wunderbar. Es ist auf jeden Fall alles nutzbar. Das Ding da vorne habe ich auch vergessen. Aber ich würde sagen, wir lassen es einfach so. Ich meine, es muss ja auch, es kann ja auch sein, dass man sich mal um irgendwas besser kümmert. Vielleicht hat sich ja auch der Sim, der hier lebt, noch nicht so, so quasi hier eingelebt und wird das Ganze hier noch säubern. Kann ja auch sein. Ist jetzt hier kein Zeichen dafür, dass ich zu faul bin. Absolut nicht. Jetzt müssen wir uns nur noch um dieses Ding hier kümmern. Ich habe so das Gefühl, wir werden das Ding einfach hier platzieren. Es wird hier nicht funktionieren. Hier funktionieren, hier würde es funktionieren. Ja, passt auch. Dann platzieren wir das weiter drüben. Und ich glaube, dass wir mit dem Rest ja keine Probleme hatten. Machen wir nochmal einen Kaffee. Dann passt es eigentlich. Unglaublich. Also, ich muss dazu sagen, es ist ja mittlerweile so, dass ich schon relativ viel gebaut habe in Sims und nach einer Weile weiß man halt mehr oder weniger automatisch, was immer so alles funktioniert und was halt nicht funktioniert. Und in dem Fall, ich glaube, ich habe es einigermaßen gut eingeschätzt. Dass die Kaffeemaschine hier hinten nicht funktioniert, ist komisch, aber macht mir auch, um ehrlich zu sein, nichts. Ich meine, ist jetzt nichts Notwendiges. Ja, Notwendiges. Den müssen wir dann noch leeren. Wir setzen uns da automatisch hin. Unglaublich. Die Frage ist, also ob jetzt die hier alle funktionieren, ist eigentlich relativ egal. Das haben wir gar nicht getestet, fällt mir gerade ein. Ich wollte nämlich gerade sagen, dann können wir das hier nutzen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich glaube ja. Fernseher ist auch nutzbar, habe ich vorhin auch schon gesehen. Es ist auch nutzbar. Es ist doch unglaublich. Und jetzt laufen wir wieder zurück und setzen uns hin. Nee, jetzt laufen wir sogar nach oben. Okay. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe so das Gefühl nach draußen. Es geht wirklich nach draußen. Wie schön. Mit dem hier. Was? Also ich meine, ich habe Sims schon durchaus auch eine Weile gespielt. Aber dass das Ganze wirklich so gut funktioniert, ist unglaublich. Wunderbar. Perfekt. Ah, ihr seht übrigens hier drüben ein Haus, das ich noch nicht veröffentlicht habe. Ach ja, wird doch alles noch eine Weile dauern. Cool. Es funktioniert alles. Unglaublich. Also alles, was ich testen wollte, ist getestet. Nee, ist noch nicht alles getestet. Eine Sache müssen wir noch testen. Etwas, was ich zugegebenermaßen auch nicht ganz so häufig tue. Dazu werden wir jetzt erstmal das alles in unseren Inventar packen. Dann, weil ich jetzt keine Lust habe, mich da irgendwie halb zu verausgaben, teleportieren wir uns hin und dann werden wir zum einen ihn leeren. Ja, ihn, der Kaffeemaschine. Okay, ich habe gedacht, das wird jetzt irgendwie ausgeschüttet. Da werden wir jetzt den Müll leeren. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich glaube ja. Bitte in einem schnelleren Tempo. Dankeschön. Es funktioniert. Unglaublich, ja wunderbar. Dann haben wir jetzt dieses ganze Haus hier gebaut und getestet und für funktionsfähig befunden. Ja, finde ich sehr gut. Dann, was natürlich jetzt noch ganz am Schluss noch ein kleines bisschen fehlt, ist die Haustour. Und da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Es wird nämlich die Zukunft Simone erledigen. Und noch mein Hallo von Zukunft Simone. Ja, ab geht's zur Haustour. Was sich so außen, wie ich finde, am meisten verändert hat, sind die Lichtschächte, die wir hier sehen. Die Platten kommen im Übrigen aus Inselleben. Falls ihr so Inselleben nicht habt, dann sind da halt nun mal keine Platten drauf. Aber ich finde, es wäre nicht ganz so schlimm. Würde trotzdem noch gut aussehen. Wenn wir hier reinkommen, hatten wir vorher quasi Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Jetzt haben wir hier oben nur noch die Galerie, die wir hier sehen. Da haben wir hier genügend Staffeleien, um unsere Kunstwerke zum Trocknen aufzuhängen. Wir haben noch so ein paar andere Kunstwerke. Ist natürlich alles nur Deko, aber man kann es sich da vorstellen. Wir haben zwei Staffeleien, kann man dran malen. Ja, das war's auch schon. Denn wir haben nichts zum Bildhauen. Wir haben keine anderen Malfähigkeiten. Also, falls ihr da noch irgendwas anderes hin platzieren wollt, könnt ihr gerne tun.
Aber das war es zumindest, was ich hierhin platziert habe. Habt ihr auch hoffentlich in den Videos davor gesehen. Dann haben wir hier, wo wir jetzt schon wieder raus sind, den kleinen Bürobereich. Da können wir am Computer arbeiten und haben so ein paar kleine Aktenschränke. Da werden wir vielleicht unsere ganzen Kunstwerke irgendwie dokumentieren und aufschreiben, wer was gekauft hat. Dann haben wir hier den Außenbereich, da haben wir einen Grill, da kann man logischerweise dran grillen. Wir haben hier einen relativ kleinen Pool, aber der ist trotzdem ausreichend, zumindest für die Sims. Da können wir schon so ein kleines bisschen ins untere Stockwerk schauen. Ins untere Stockwerk gehen wir natürlich auch noch. Aber davor schauen wir uns noch hier die beiden Liegeplätze an. Außerdem hier über einem anderen Lichtschacht, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, noch den Esstisch. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass das ganze Glas hier Panzerglas ist und dass es nicht brechen kann. Anders kann ich mir nicht vorstellen, warum man freiwillig sowas bauen sollte. Wir können auch, wie wir schon sehen, von hier direkt runter in den Keller schauen. Der Keller ist offen, das heißt, wir haben auch im Keller nachher dann richtig funktionierendes, ja, Tageslicht. Also Tageslicht kann nicht funktionieren, aber wir haben zumindest Tageslicht. Und dann geht es auch schon runter. Da haben wir dann schließlich alles, um richtig wohnen zu können. Wenn wir hier runterkommen, fällt der erste Blick direkt aufs Wohnzimmer. Wahrscheinlich vielleicht auch in die Küche, je nachdem, wie man so seinen Kopf dreht. Ja, Wohnzimmer ist relativ klein, aber wir haben auf jeden Fall genügend Platz, um zu sitzen. Wir haben hier an dieser einen Säule, die leider Gottes anders nicht möglich war, das Ganze anders zu designen quasi, haben wir einen Kamin. Wir haben hier so einen kleinen Raumtrenner. Dieses Neonzeichen hatten wir auch schon oben im Büro. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwie unser Logo ist und dass wir das Ganze so als Neonzeichen oder Neonschild, besser gesagt, haben machen lassen. Dann haben wir hier die Küche, auf die ich immer noch sehr stolz bin. Ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsküchen. Wir haben hier zwei funktionierende Barstühle. Der letzte Barstuhl ist nicht nutzbar. Das haben wir ja alles erst vor ein paar Minuten getestet. Dann, ja, wir haben hier relativ viel Deko. Wir haben alle schön schwarz-weiß gehalten mit so ein bisschen hellerem Holz. Dann noch so ein paar grünen Akzenten. Also alles, ich würde mal sagen, nicht ganz so auffällig und eher ein bisschen ruhiger. Hier im Wohnzimmer haben wir ein Sofa mit drei Sitzplätzen. Ist ja alles nutzbar, wie wir vorhin gesehen haben. Wir kommen dann hier ins Gästebadezimmer. Ja, den werde ich nachher noch verschieben. Das Gästebadezimmer ist rein theoretisch für jeden nutzbar. Ja, da sehen wir auch diese Wanddeko. Jetzt sieht es hier ein bisschen aus wie beim Friseur. Aber das werden wir einfach ignorieren. Wir haben hier ein Klo und etwas zum Händewaschen. Also, ja, ich wüsste nicht, was so ein kleines Badezimmer noch alles brauchen könnte. Ich finde auf jeden Fall, ist es genug. Dann, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Schlafzimmer. Da kommt man hin, wenn man durch die andere Türe geht, also direkt hier im Wohnzimmer vorbei, geradeaus durch die Tür. Ja, da haben wir relativ viel eigentlich. Wir haben hier ein Bett, da kann man logischerweise drin schlafen. Wir haben einen Spiegel direkt beim Bett, der ist nicht nutzbar. Dafür ist der andere Spiegel nutzbar. Wir haben da hinten zwei Kommoden, da kann man sich dran umziehen. Wir haben ein Bücherregal mit Sessel, da kann man lesen. Und wir haben hier noch einen, ja, zusammengebastelten Kleiderschrank. Der ist leider auch nicht nutzbar, aber er sieht immerhin gut aus. Dann haben wir exklusiv ein kleines Badezimmer direkt am Schlafzimmer. Wie ich finde, eigentlich schon recht modern eingerichtet. Wir haben hier was zum Händewaschen, einen etwas größeren Spiegel, dann ja, logischerweise eine Toilette und eine Dusche. Die Dusche kommt aus an die Uni. Also falls ihr das nicht habt, dann müsstet ihr hier einfach eine andere Dusche platzieren. Ja, das war es tatsächlich schon. Es hat mir doch relativ viel Spaß gemacht, dieses ganze Haus hier oben zu bauen. Auch so, quasi live vor der Kamera, war mal ein bisschen was anderes, war auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Könnt euch dieses ganze Haus nochmals runterladen unter meiner ID sissy-yt. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser kleinen Reihe sagt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, dann wieder ein ganz normales Hausbauvideo.